heute gleich noch ein zweites Meme-Video. Heute zum Thema Beitragsservice, nachdem das aktuell ja wieder für mich sozusagen im Leben in Erscheinung getreten ist. Nicht für mich persönlich, aber ich begleite aktuell eine Person, die sich eben auch versucht, dagegen zur Wehr zu setzen. Und ja, da haben wir aktuell den Stand erreicht, dass jetzt tatsächlich der Gerichtsvollzieher im Endeffekt beauftragt wurde. Und nachdem ich gestern Abend und letzte Nacht so ein bisschen Recherche gemacht habe im Internet, muss ich sagen, eine Sache, die mich dabei unglaublich aufregt, ist, welche Fehl- und Falschinformationen letztlich im Internet da rumkursieren, die aus meiner Sicht überhaupt nichts bringen. Angefangen von irgendwelchen Pseudo-Interpretationen irgendwelcher Gesetzestexte, die unterstellen, dass man dieses oder jenes so interpretieren könnte. Und ja, wenn da letztlich Leute unbedacht sich auf solche Videos oder auf solche Versprechen einlassen, dass sie letztlich ja auch dann nachher alleine dastehen. Weil selbst wenn es tatsächlich Rechtsanwälte gäbe, die diese Minderheitenmeinung oder überhaupt diese Meinung vor Gericht teilen würden, ist immer noch die Frage, wo man denn einen Richter finden soll, der sich einer solchen Minderheitenmeinung anschließt, sofern es überhaupt irgendwie im Rechtswesen sozusagen diese Meinung vertreten wird und nicht bloß von irgendwelchen Personen im Privatbereich dort irgendetwas angedichtet wird. Und ja, das ist halt eben mit dem Schreiben mit dem Gerichtsvollzieher ist das schon ziemlich deutlich, wenn man sich dann anschaut, mit welcher Gewaltaspekten im Endeffekt des Staates man dort konfrontiert wird. Es mag zwar auch viele Menschen geben, die meinen, naja, es hat doch alles seine Berechtigung und der Grundfunkbeitrag sei alles in irgendeiner Form sinnvoll, notwendig und sonst was. Naja, ich teile diese Dinge nicht und allerdings beschränke ich das auch nicht nur auf den Rundfunkbeitrag, sondern natürlich auf alle Abgaben, die zwangsweise erhoben werden. Und deswegen ist das für mich jetzt kein Einzelfall oder Ausnahme, aber es ist halt eine Sache, die mal wieder sehr deutlich macht, wie die Willkür letztlich dieser ach so rechtsstaatlichen Ordnung benutzt werden kann. Weil das Schlimmste daran ist ja, dass wenn man gegen diese ehemaligen Gebührenbescheide jetzt dann als offensichtlich Festsetzungsbescheide titulierten Dokumente vorgeht und dort Einspruch erhebt, dass sich der Rundfunkbeitrag bzw. die Rundfunklandesanstalten, die jeweils diese Kölner Institutionen da beauftragen, dass sie sich überhaupt nicht darum kümmern müssen, dass sie überhaupt keinen Einspruch eigentlich bearbeiten müssen, sondern einfach ihre Mahnungen, ihre Forderungen eben bis zum Gerichtsvollzieher einfach unabhängig davon durchziehen können. Und das ist die Frage, was ist das, eine angebliche Rechtsstaatlichkeit, in der, ja, wenn man nicht selber per Gericht dann wieder vorgeht und eine Bearbeitung eines Einspruchs erzwingt, letztlich nichts passiert. Die Maßnahmen laufen parallel dazu weiter, sind von der Rechtsordnung letztendlich gestützt, weil das heißt, das letzte große Fall war ja das Landesgericht, glaube ich, oder jedenfalls in Tübingen, das eine Urteil, was die Gerichtsvollzieher sozusagen etwas gestoppt hat in einem Fall, aber letztlich von der höheren Instanz auch wieder gestoppt wurde. Das heißt, es gibt keine Struktur oder Instanzen innerhalb dieses Rechts- und Staatssystems, die einen tatsächlich vor einer solchen Willkür und Beliebigkeit schützen. Das mag in Deutschland noch keine gravierenden Auswirkungen haben, wie im Vergleich zu diktatorischen oder anderen regierten Ländern. Aber nicht desto trotz sind aus meiner Sicht die Unterschiede nur graduell, sondern weil es kann jederzeit weitergehen. Das heißt, wenn man mit der einen Maßnahme durchkommt und letztlich nur noch höhere Richter im System hat, dann sind die nächsten Schritte auch möglich zu sagen, ja, hier wird wieder eingeschränkt, hier wird etwas abgeschafft von irgendeinem Freiheitsrecht und sonst was. Also deswegen, ich sage nicht, dass wir jetzt direkt auf dem Weg in die Diktatur sind, aber ich sage, dass wir auf jeden Fall Schwierigkeiten haben, dass diese Maßnahmen sozusagen ohne die Duldung einfach durchgesetzt werden können. Wir lassen solche Strukturen zu, wir lassen es passieren und wir haben letztlich keine Abwehrmaßnahmen, dass solche Geschichten mit uns angestellt werden. An der Stelle kann ich im Endeffekt nur auf mein anderes Video verweisen, zu meinem Nicht-Wähler-Spot von 2013, zu sagen, aus meiner Sicht bleibt das einzige Mittel, zu sagen, entzieht ihnen die Legitimation und geht nicht zur Wahl, weil es nützt nichts, seinen Bundestagsabgeordneten an der Stelle anzuschreiben, weil er Teil dieser Strukturen ist. Und solange die Legislative im Endeffekt bestehen bleibt, hat die
Judikative im Endeffekt ihre Grundlagen und die Exekutive führt nur ihre Befehle aus. Das heißt, dieses ganze System bleibt sozusagen erhalten, wenn man innerhalb dieses Systems sich an die Spielregeln hält. Man wird in einem Monopoly-Spiel nicht gegen die Bank gewinnen. Man kann zwar das Spiel gewinnen, aber letztendlich das ganze System sozusagen zu kippen, ist einfach unmöglich. Und deswegen, ja, also ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, ob die Person, die ich da begleite, die aktuell in diesem Stand ist, wie sie weitermacht, ob man es einfach damit bewenden lässt und nur den Rechtsweg weitergeht, aber im Endeffekt die Zahlung dann jetzt letztendlich doch einfach leistet, weil einfach die Konsequenzen, die der Gerichtsvollzieher mit seinen Maßnahmen durchsetzen kann, schon für jemanden, der noch Dinge zu verlieren hat, auch durchaus bedrohlich sein können. Weil es ist ja nicht ohne weiteres, was dort an Zwangsmaßnahmen und an Drogen allein schon im ersten Schriftstück angesetzt wird und wie und wann das dann eingesetzt wird, um irgendetwas zu erzwingen. Also in der Hinsicht auf jeden Fall mein Aufruf zu sagen, wenn ihr da irgendwelche Behauptungen und Informationen im Internet findet, die sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Vor allen Dingen, wenn ihr weder die Person kennt, noch die gesamten Hintergründe. Weil selbst kleinste Formulierungen, kleinste Auslassungen können erheblich die Fakten ändern, unter welchen letztendlich der Beitrag nicht gezahlt wurde. Und was ich bereits mehrfach gesehen habe, einen Offenbarungseid letztendlich zu leisten, nach der eidesstattlichen Versicherung, dass man ohnehin nichts hat, was bei einem zu holen ist. Das ist keine Möglichkeit, um den Rundfunkbeitrag rumzukommen. Sondern ja, das ist im Endeffekt der einzige Punkt, wo man sich befreien lässt. Aber die meisten Menschen haben noch etwas zu verlieren. Und solange man da noch eine Tasche hat, in die der Rundfunkbeitrag greifen kann, bin ich mir sicher, dass er Mittel und Wege findet, auch in diese Taschen zu greifen. Also denkt daran, es ist immer gut, seine eigene Stimme zu behalten. Aber ja, manchmal ist es auch sinnvoller, sich nicht mit dem Staat anzulegen, sondern lieber die Alternativen zu suchen und diese zu stärken, als sich in einem sinnlosen Kampf zu vergeuden. Allen auf bald, bis zum nächsten Mal und tschüss!